Hi meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet einen ganz tollen Start in die neue Woche gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall schon und ich bin auch mal wieder da und zwar mit einem ganz neuen Tag. Ich kannte diesen Tag bis vor kurzem noch nicht, bis mich die liebe Melly Cherryful darüber informiert hat und mich ganz herzlich dazu eingeladen hat, mitzumachen. Und ich freue mich immer darüber, getaggt zu werden und natürlich mache ich auch wieder mit. Ich setze euch einfach mal den Link von ihr nochmal unten in meine Infobox rein. Schaut vorbei, dort gibt es auch ein Video über dieses Tag und noch ganz viele andere Sachen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihr vorbeizuschauen. Ich fange auch gleich an. Es sind 15 Fragen und die erste Frage lautet: Wie magst du dein Spiegelei? Von einer oder von beiden Seiten gebraten? Also ich bin eine, ich esse Spiegelei, das muss man schon mal vorweg sagen. Es gibt ja Leute, die mögen kein Spiegelei, aber ich esse es. Und mein Spiegelei muss auf jeden Fall nur von einer Seite gebraten werden, denn ich liebe es, wenn das Eigelb noch so leicht flüssig ist, denn so ganz hart ist nichts, also so ein Mittelding, so hart bis weich. Also es muss, wenn ich es schneide, rauslaufen. Also dann wäre es mein perfektes Spiegelei. Zweitens, Natur oder konventionelle Kosmetik? Ich bin da eher für, ja, doch, ich bin eher für Naturkosmetik. Drittens, was wolltest du dir schon immer mal kaufen, hast es aber noch nicht gemacht? Schon immer mal kaufen kann ich ja jetzt auf mehrere Bereiche beziehen. Bleibe ich bei Kosmetik erstmal. Da würde ich sagen, ich tendiere bei Kosmetik zu Pinseln. Ich liebe Sigma-Pinsel. Ich habe auch zwei, leider, echt nur bis jetzt, nur zwei Sigma-Pinsel. Aber ich hatte mir schon immer vorgehabt, mir so ein Pinselset zu kaufen. Ihr wisst, die sind extrem teuer. Aber irgendwann, dann werde ich mir dieses Set auch mal leisten. Und ja, das ist bis jetzt das, was ich so sage, was ich unbedingt haben wollte und mir aber noch nie gekauft habe. Ansonsten, wenn ich irgendwas haben möchte, dann kaufe ich mir das auch eigentlich gleich sofort. Ansonsten würde ich sagen, noch Schuhe. Also, ich habe ja mal, glaube ich, in meinem allerersten Tech-Video erwähnt, dass ich so was hohe Schuhe angeht, echt nicht wirklich so, ja, also was hohe Schuhe angeht, ich kann da einfach nicht drin laufen. Ich habe mich an 8 bis 9 cm getraut, da laufe ich auch immer noch drauf. Nur, ich liebe wirklich richtig geile hohe High Heels und am besten auch mit einem dünnen Absatz. Nur, das sind so Sachen, die wollte ich mir schon immer mal kaufen, nur was bringt es mir? Ich kaufe sie mir und kann ja dann eh nicht drin laufen. Also, das ist jetzt noch so, was mich vielleicht in der Richtung Mode noch interessieren würde, was ich mir kaufen möchte, weil ansonsten fällt mir im Moment nichts zu ein. Viertens, Schönheit versus Gesundheit. Was ist dir wichtiger, beziehungsweise wie weit würdest du für die Schönheit gehen? Definitiv geht Gesundheit vor Schönheit, denn es gibt nichts Wichtigeres, als gesund zu sein und glücklich durchs Leben zu gehen und wirklich keine Krankheiten oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Probleme zu haben, weil Schönheit ist auch ein Punkt, was mir persönlich wichtig ist. Ich lege auch viel Wert darauf. Nur wenn ich mich dafür entscheiden würde, ist es mir wichtig, gesund zu bleiben. Denn wie weit ich bei einer Schönheit gehen würde, ich glaube, ich würde gar nichts an mir machen. Ich habe zwar oft mal mir Gedanken darüber gemacht, wie es wirklich wäre, mich unters Messer zu legen. Aber um Gottes Willen, das würde ich niemals tun. Erstens, ich habe extrem großen Respekt vor diesen Narkosen und ich mag diese Schmerzen nicht. Und für Schönheit, mich freiwillig unters Messer zu legen, um meine Gesundheit zu gefährden, das geht nicht. Also, das geht einfach nicht. Und ich finde, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön und das sollte auch jeder respektieren und jeder auch wirklich akzeptieren. Und keiner soll sich einreden, hässlich zu sein oder so, weil man kann aus jedem Menschen was ganz Tolles zaubern. Und ja,
Daher bitte, Mädels, Jungs, legt euch nicht sofort unters Messer. Also ich würde es echt nicht machen, denn die Gesundheit geht wirklich vor. Und wie oft habt ihr schon gehört oder gesehen, was passiert, wenn sich Leute für Schönheits-OPs unters Messer legen und etwas schief geht? Ich habe da echt riesengroße Angst vor und ich würde das niemals tun. Also überlegt es euch wirklich auch 10-mal, ob ihr das wirklich nötig habt. Denn das hat eigentlich gar kein Mensch nötig, seine Gesundheit zu gefährden und dafür unters Messer zu legen. Also nein, so weit würde ich nicht gehen. Kosmetik ist ja schön und dafür würde ich auch so weit gehen, um mir Kosmetik zu kaufen oder andere Sachen, Klamotten, um schön zu sein. Aber was sowas wie OPs angeht, also nein, das würde ich niemals tun. Fünftens, duschst du morgen oder abends? Ich dusche hauptsächlich abends, weil ich morgens ziemlich verschlafen bin und auf dem letzten Drücker aufstehe. Ja, ich jeden Schlaf genieße, jede Minute und also bin ich eine Abendsduscherin. Sechstens, das schlimmste psychische Gefühl, das du je empfunden hast. Das schlimmste psychische Gefühl, was du je empfunden hast. Habe ich schon mal ein schlimmes psychisches Gefühl erlebt? Ja, klar, habe ich schon mal ein physisches, psychisches Gefühl empfunden, was für mich ganz schlimm war, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, einen Menschen zu verlieren in der Hinsicht, dass sein Leben nun vorbei ist, dass er von uns gegangen ist. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl für mich, wo es ja, was ich nicht wirklich gut verarbeiten kann und ich auch ein Mensch bin, der, wenn er diese Person mag, ziemlich dran hängt und viele Erinnerungen auch an diese Zeiten hat. Und ja, also für mich ist das ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Genauso ein schlimmes Gefühl ist es für mich auch, einen Menschen, den man liebt und ja, was heißt nicht vergöttert, aber den man wirklich so sehr liebt und dieser Mensch ist einfach nicht erwidert. Das ist auch so ein Gefühl, was ich ja nicht so mit mir vereinbaren kann. Also es ist auch ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Also das würde ich jetzt sagen, sind so zwei Sachen, die so für meine Fischader, weil ich ja Sternzeichen Fisch bin, ja nicht so gut tun und ich sehr sensibel bin, was sowas angeht, bin. Siebtens, beschreibe dich mit 3 Worten. Ich bin fröhlich, tollpatschig und manchmal zu gutmütig. Ich bin wirklich sehr gutmütig. Ich bin manchmal viel zu lieb zu manchen Menschen, die es eigentlich überhaupt gar nicht verdient haben, dass ich zu diesen Menschen lieb bin. Ich bin fröhlich, weil ich fast jeden Tag gute Laune habe und ich immer strahlend rumlaufe und gerne Leute zum Lachen bringe und immer ein Grinsen für jeden auf Lager habe. Also ich fühle mich wirklich gut und ich bin wirklich immer ganz fröhlich, aber natürlich habe ich auch mal ganz schlechte Tage. Aber fröhlich und gutmütig und was hatte ich noch? Und tollpatschig. Tollpatschig, ja, das bin ich auch. Ich bin eigentlich so in allem so ein bisschen verwirrt, tollpatschig und das ist liegt einfach irgendwie in meinen Genen. Ich habe keine Ahnung wieso, aber auf jeden Fall fällt mir alles hin und dann in den Momenten, wenn es natürlich nicht sein soll, aber das passiert wahrscheinlich auch ganz vielen anderen Menschen noch und ein bisschen verwirrt, weil ich ziemlich vergesslich bin und ich mich aber ganz dolle bemühe, das nicht zu sein. Achtens, ein Lied, das dich zum Weinen nachdenken bringt oder das dich an eine Person bzw. Situation erinnert. Ich bin ja, wie gerade schon erwähnt, ein Gefühlsmensch und ein ganz sensibler Mensch und ein träumerischer Mensch und alles irgendwie. Das könnte man nur zum Beispiel auch noch zu sagen. Dann würde ich sagen, ich hätte 4 Wörter, aber das ist ja nicht gefragt gewesen, denn träumerisch bin ich auch noch. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, als ich diese Fragen gelesen habe,
bevor ich dieses Tech-Video angefangen habe zu drehen, denn ich weiß nicht genau, ob ich es sagen soll oder sagen will, weil ich zum Beispiel ein Lied habe, was mir sehr am Herzen liegt, obwohl ich es eigentlich nicht möchte, dass es mir am Herzen liegt, aber wenn dieses Lied im Radio gespielt wird, dann überkommt es mich einfach und ich weine jetzt nicht oder so, aber dann wird es eher so aufs Nachdenken bezogen in der Hinsicht und auch so auf eine Person. Ich liebe es, aber ich verzweifle auch dran, wenn ich es höre und es ist von Three Doors Down, Here Without You. Und ja, es erinnert mich an eine Person, die mich jahrelang begleitet hat und mir auch sehr wichtig war, aber auch wenn die Zeiten vorbei sind, ich habe diese Person nie vergessen oder ich werde sie auch nie vergessen, weil sie auch einen bestimmten Lebensabschnitt mit mir durchlebt hat und ich es einfach ungerecht finde, wenn man jetzt irgendwie, nur weil man nicht mehr im Kontakt steht und auch nicht mehr in Kontakt stehen wird, dass man dann einfach sagt, ja, nee, man ist jetzt so unsozial und man spricht jetzt irgendwie abwertend darüber. Also ich habe die Zeit genossen und ich bereue sie auch nicht. Und daher ist dieses Lied eine Erinnerung an diese Zeit und an diese Person. Und ich glaube, es gibt kein anderes Lied, was für mich jemals so eine starke Bedeutung haben wird. Zumindest bis jetzt noch nicht, aber das ist wirklich ein Lied, was mich zum Nachdenken und auch schon damals ganz oft zum Weinen gebracht hat. Und ja, es ist wirklich auch ein verdammt schönes Lied. Natürlich habe ich auch noch ganz viele andere Lieder. Das ist aber, ich bin ja so ein impulsiver Mensch und ich habe ganz viele Lieblingslieder. Also wäre es jetzt irgendwie blöd, ganz viele aufzuzählen. Deswegen bleibe ich bei einem Lied. Ja! Ich hab's geschafft. Ich hab mich mal für etwas entschieden. okay. Alles klar. Punkt 9. Thema Urlaub. Wandern in den Bergen oder Baden am Strand? Ist für mich überhaupt keine Entscheidung wert, denn es ist Baden am Strand. Ich liebe den Süden, den Strand, das Meer, blauer Himmel, Sonne. Ja. Also, kein Wandern in den Bergen. Nö. 10. Was hältst du von Lush? Lush kenne ich. Ich war auch schon in vielen Lush-Läden gewesen, habe mir aber allerdings noch nie etwas von Lush gekauft. Aber ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft, weil bei uns gibt es einfach hier in der Nähe kein Lush. Und wenn ich es einfach mal wieder in eine größere Stadt schaffe, wo es so einen Laden gibt, dann werde ich auf jeden Fall nochmal da reinschauen und mir bestimmt ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Aber ich finde Lush wirklich toll. Also ich habe schon viel Gutes darüber gehört und mir auch angetan und, was heißt angetan, aber angesehen in dem Laden. Aber ich bin halt immer ohne was nach Hause gefahren. 11. Deine deutsche Lieblingsstadt. Meine deutsche Lieblingsstadt. Bis jetzt würde ich sagen Köln, weil so viel rum bin ich noch nicht gekommen. 12. Das erste Kosmetikprodukt, was du dir gekauft hast. Puh, mein erstes Kosmetikprodukt ist schon ein Weilchen her und ich kann mich eigentlich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Nur ganz vage. Aber ich glaube, es war eine Mascara. Also, ja, doch, so Mascara-Lidschatten. Ich glaube, ich habe mir da so beides gekauft gleichzeitig. Also ich würde dir sagen, eine Mascara. 13. Isst du Fleisch? Natürlich. Ich bin keine Vegetarier. Nö. Ich esse Fleisch durch und durch. 14. Kannst du tanzen? Und wenn ja, was? Ja, ich kann tanzen. Ich habe auch eine Zeit lang mal in einem Kurs getanzt. Das war so eine Art Pop-Hip-Hop Kurs, ja, mit meinen damaligen Freundinnen und es hat Riesenspaß gemacht, habe ich verdammt gerne gemacht, nur irgendwann hat sich alles ein bisschen aufgelöst, war verdammt schade gewesen und dann waren wir nur noch ganz wenige und ich glaube nur noch zu dritt und das hat sich dann auch überhaupt nicht mehr gelohnt, aber
Es war eine schöne Zeit und ansonsten tanze ich auf Partys ziemlich gerne. Ich habe immer Hummeln im Arsch und muss immer mein Ass shaken. Und ja, also ich kann tanzen. 15. Macht dir der Gedanke Angst, dass du auf einer Riesenkugel sitzt und durchs Nichts fliegst? Nein, es macht mir keine Angst, denn ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, weil ich mich auch für sowas interessiere, also so Weltraum und Planeten, also das ist echt mein Ding und ich interessiere mich wirklich dafür und daher habe ich da auch keine Angst vor, dass wir uns irgendwie da auf so einer Kugel befinden und durchs Nichts fliegen, weil mich reizt das schon, mal ins Weltall zu fliegen. Natürlich würde ich mich das dann im Endeffekt niemals trauen und da spielen auch viele Punkte eine Rolle, dass man sowas überhaupt mal machen darf, aber nein, ich habe da keine Angst vor. Ich finde das nämlich sehr interessant. Ja, das war's schon, meine Süßchen. Ich habe meine 15 Fragen beantwortet und hoffe, Jemaira freut sich, dass sich ein weiteres Mädchen dafür interessiert hat, bei ihrem Tech-Video mitzumachen. Und ja, ich fand das mal wieder sehr interessant und ich hoffe, euch hat es auch mal wieder Spaß gemacht, etwas wieder über mich zu erfahren. Und ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar abgeben. Mich würde es natürlich auch freuen, wie ihr über manche Sachen denken würdet. Also postet einfach mal eure ganzen Ideen und eure ganzen Meinungen unter mein Video. Und ja, ich tagge natürlich auch mal wieder ein paar Mädels und die setze ich wieder auf mein Video und meine Infobox. Also bitte immer schön lesen. Und ja, also wie gesagt, Kommentare und Meinungen, bitte quatscht mit mir, schreibt mich an und wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt, aber ich hoffe es nicht. Nein, 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 nein. Und ich wünsche euch noch was. Macht's gut, meine Lieben.